Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 27. Oktober. Wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist. 1. Korinther 1, Vers 6. Wir wollen Ihnen mal 6 Bestrahlungen geben, sagte der Arzt zu dem Patienten. Solch eine Bestrahlung ist etwas anderes, als wenn man den kranken Fuß oder Arm nur mit einer Taschenlampe anleuchten würde. Eine richtige Bestrahlung geht unter die Haut und wirkt kräftig auf den Organismus ein. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus ist nicht eine Taschenlampe. Wer sich ihm aussetzt, dem geht es wie den Leuten in der großen Stadt Korinth. Er merkt, das Evangelium ist eine Bestrahlung, die kräftig in uns wirkt. Sie geht durch Mark und Bein. Die Bibel spricht in immer neuen Bildern von dieser kräftigen Wirkung des Evangeliums. Da heißt es durch den Mund des Propheten: Ist nicht mein Wort wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und durch Jesaja sagt der Herr: Das Wort, das aus meinem Munde geht, soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Und in einem Psalm heißt es: Er sandte sein Wort und machte sie gesund und rettete sie, dass sie nicht starben. Die Leute, an die der Apostel Paulus schrieb, haben die Kraft des Evangeliums erfahren. Es machte sie gesund und errettete sie. Vielleicht sagen wir: Davon habe ich bis jetzt noch nichts gemerkt, dass das Evangelium so gewaltig in meinem Leben wirkt. Nun, das wird an uns liegen. Ich hörte von einem närrischen Patienten, der Angst hatte vor der Bestrahlung. Da streckte er seinen gesunden Fuß hinein. Vielleicht machen wir es auch so, so töricht. Setzen wir doch unsere Krankheit dem Worte Gottes aus. Herr, zeige die Kraft deines Evangeliums auch an uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.